Ihr schaut an LTV mit dem Prestigio Multipad PMP 84B. Wir sind hier bei Mobilix, die das Gerät für ungefähr 37.000 Forint verkaufen. Das sind umgerechnet ca. 170 Euro. Das Gerät hat ein 8,4 Zoll Display und es ist resistiv. Wir sehen können, wir haben jetzt hier noch eine Folie drauf. Es läuft aber ganz gut mit einem Rockchip-Prozessor, soweit ich erkennen kann. Das Gerät wird geliefert mit einer schönen Ledertasche, die das Gerät hier vollständig aufnimmt, in Schwarz und in Rot. Im Paketinhalt sind außerdem noch ein Mini-USB-Kabel vorhanden und das Stromkabel natürlich. Auf der Rückseite kann ich euch die technischen Daten hier nochmal genauer zeigen, die ihr aber auch auf endevil.com genau nachlesen könnt. Wir haben WLAN unter anderem eingebaut, kein Bluetooth, aber dafür kann das Gerät auch Flash abspielen, laut der Verpackung hier zumindest. Wir haben Android 2.1 installiert, wir sind auch gerade im Internet drin, also schauen wir uns doch hier mal ein paar Webseiten an. Das Gerät, wie ihr sehen könnt, rotiert auch mit dem Bild. Da ist auch ein G-Sensor drin. Und ja, wie schon erwähnt, das ist kein kapazitives Display, sondern ein resistives. Deswegen will das hier jetzt auch irgendwie nicht reagieren. Toll, was habe ich jetzt hier gemacht? Home jetzt. So, zum Beispiel gehen wir einfach in den Browser und besuchen doch mal hier meine Webseite. .com, go. Und während die Seite lädt, kann ich euch hier die Anschlüsse zeigen. Wir haben nur hier einen kompletten SD-Kartenleser, Mini-USB, Kopfhörer, Strom und den An- und Ausschalter, der an der Unterseite ist. Nach oben und nach unten zum Scrollen kann man hier noch gehen, also als E-Book-Reader kann man das auch ganz gut verwenden. Und Kamera haben wir nicht, auf der Rückseite auch das Ganze spiegelnd aus Plastik. Es ist nicht unbedingt leicht, aber es fühlt sich ganz gut in der Hand an, also man kann es auch zum längeren Lesen verwenden. Hier, wie ihr sehen könnt, wir haben die mobile Seite, die aufgerufen wurde. Und ich switche das jetzt hier mal auf die reguläre Ansicht und probiere auch ein YouTube-Video aufzumachen, bevor wir das Video mit dem Prestigio Multipad PMP3084B beenden. Ich finde den Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut, vor allem wenn man natürlich nicht unbedingt einen Player braucht, der eine Kamera hat. Bei dem iPad 2 ist die Kamera ja auch nicht ganz so toll. Ich weiß jetzt nicht, wieso das Ganze hier nicht laden will. Aber ja, ihr merkt schon beim Scrollen ein bisschen, es ist nicht unbedingt schnell, aber es ist schon brauchbar zum E-Mails lesen und so weiter. Naja, es will nicht unbedingt, also machen wir hier einfach mal einen Artikel auf. Vielleicht ist das Flash-Video ja doch trotzdem eingebaut. Und ja, ansonsten zu dem Gerät kann man nicht viel weiteres sagen, außer dass es in Deutschland nicht einfach erhältlich ist, aber mobilix.eu liefert auch in komplett Europa aus und im Paketinhalt sind noch ein paar CDs bzw. Papiere beigelegt, die auch auf Deutsch erhältlich sind, aber an sich könnte ruhig noch etwas mehr beiliegen und ja, unser Internet ist hier nicht unbedingt schnell, deswegen läuft das nicht sehr flott. Ein Zugang zum App Store ist auch nicht vorhanden übrigens, aber man kann das Ganze natürlich hacken und dann kann man auch in den Google Store reingehen. Jetzt hat unsere Seite hier eigentlich geladen, beziehungsweise noch nicht ganz, aber ich sehe schon eine Werbung, dass diese angezeigt wird, das ist schon mal positiv. Also ich meine, in der Hinsicht, dass Flash funktioniert und hier müsste jetzt ein Video erscheinen in dem neuen Aldi Netbook-Artikel, aber ich habe das Gefühl, da müssen wir noch länger drauf warten, beziehungsweise das wird nicht funktionieren. Naja, das Update müssen wir dann hier noch selber installieren. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Level TV. Das war das Prestigio Multipad PMP 3084. Ich bin Balazs Gál und bis zum nächsten Mal.